Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um das Thema Hausbau und Haus. Heute möchte ich mit euch nochmal in den Keller gehen, ein Update-Video zu der Sache, die da war oder zu den paar Sachen. Im letzten Video hatte ich ja darüber berichtet, dass mit der Heizung was nicht gestimmt hat. Die hat ja nicht die richtige Gradzahl erreicht. Und ich hatte euch gezeigt, dass es da so ein paar undichte Stellen, undichte Anschlussfugen gab. Und jetzt war ein Schürertechniker da, sogar ziemlich lange, da komme ich dann aber noch zu, und hat sich im Keller unten ja quasi ausgetobt. Wurde deshalb etwas länger, weil da noch was hinzukam. Da gehe ich aber drauf ein, wenn wir da unten sind. Ja, und dann hinterher im Video am Ende, gegen Ende, gehe ich noch auf eine Sache ein, die zurzeit noch, sagen wir mal, in der Klärung ist. Deshalb möchte ich selber darüber noch nicht ganz so viel berichten. Ich werde das Thema schon mal anschneiden und im Verlauf dieser Klärung wird es dann auch noch weitere Updates dazu geben. Hat mit dem Sturm Sabine zu tun. Diejenigen, die mir auf Instagram folgen, haben vielleicht schon ein bisschen was gesehen. Ich werde da noch nicht ganz so viel sagen, nur grob anreißen, aber dazu dann auch später im Video mehr. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal runter in den Keller und schauen uns an, was ist da passiert, was ist da neu und ja, was ist überhaupt gewesen jetzt in der Woche beziehungsweise an den Tagen Montag und Mittwoch. Okay, schauen wir es uns mal an. Ja, wir sind hier unten wieder im Keller. Ihr seht es schon, hier ist die Heizung. Das Portal mit dem Reißverschluss ist offen. Das kann jetzt auch so bleiben, denn schaut mal hier, wenn wir uns jetzt nochmal hier in den Raum begeben, hier steht noch das Entfeuchtungsgerät. Das war bis gerade noch an, aber schaut mal hier. Wir haben hier einen guten Wert von 61% und der steigt jetzt zwar noch ein bisschen an, das Gerät war ja bis gerade eben noch an, aber solche Werte wie 10% mehr, also 71 und 72, die erreichen wir jetzt nicht mehr, das bleibt jetzt konstant. Und ich denke mal, damit ist schon ein großer Schritt getan. Ja, und das Ganze sehen wir natürlich auch hier. Hier ist jetzt alles soweit dicht, würde ich sagen. Wenn ich mit der Hand hier bin, merke ich nur noch ein bisschen kühle Luft. Aber das ist ganz klar. Der Keller ist ja in diesem Bereich, da ist ja weder Erde dran noch richtige Isolation. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so, dass hier Wind durchzieht. Das Problem war ja vor allen Dingen hier, wo ich jetzt mit meinem Finger drin bin, dieser Spalt zwischen dem eigentlichen Luftkanal und dem Einbauschacht, da war ja die Dichtung, die ist jetzt auch noch ein bisschen locker, das macht aber nichts, denn der Schwörertechniker, der hier vor Ort war, hat dahinter nochmal alles verschäumt und als er das ausgebaut hat, beziehungsweise sich den Schaden angeschaut hat, hat er auch bemerkt, da war Bauschaum, aber der war nur, sagen wir mal, sehr dürftig installiert und hatte halt eben seine Funktion gar nicht erfüllt, haben wir in dem letzten Video gesehen. Zusätzlich ist er hier nochmal überall lang gegangen und hat dann auch diese Gärungsstellen hier nochmal abgedichtet und auch hier unten, weil hier auch wohl was durchgekommen ist. Und eine ganz wichtige Stelle gab es und das war hier. Wenn ich hier meinen Finger hingehalten habe, dann ist natürlich von oben, kalte Luft fällt ja nach unten, überall wo hier noch was undicht war, habe ich hier den Finger hingehalten und da war immer noch was zu spüren, das ist jetzt auch weg. Ja, auch rundherum, hier diese Fuge hatte ich ja schon selber gemacht. Und dazwischen ist jetzt auch Bauschaum. Das ist an manchen Stellen dann sogar so eng, weil, naja, vielleicht passt es alles nicht 100%, das kann ja immer mal sein, dass hier hinten die Dichtung sogar, kann man das sehen, ganz eng sitzt. Da kommt auf jeden Fall nichts mehr durch. Da werde ich dann noch vielleicht, wenn ich die Blende drauf mache, die Dichtung so ein bisschen verstecken. Und ja, dann kann hier auch schon wieder die Blende drauf. Die sind jetzt irgendwo da, genau. Und dann sieht das Ganze wieder in Ordnung aus. Vielleicht mache ich hier sogar noch was zwischen, ich weiß es nicht. So nach dem Motto, sicher ist sicher, wer weiß. Aber das ist auf jeden Fall schon mal echt tippitoppi. Übrigens hier natürlich auch. Hier die Gärungsstellen. Und hier unten überall. Und das Interessante war, als der Mann von Schwörer da war, war hier sogar wieder Wasser in dieser Fuge zwischen Kanal und Schacht. Hier ist wieder Wasser durchgekommen durch Schlagregen. Es hat sogar ein bisschen geschneit, geschneeregnet. Und dann ist es hier wieder runtergelaufen. Hier irgendwo unten hin. Da sieht man, glaube ich, sogar noch
vielleicht, naja, das müsste eigentlich mittlerweile getrocknet sein, aber der Techniker hat das auch direkt gesehen und wusste Bescheid und hat das dann entsprechend hier alles auch gemacht. Und die Luftfeuchtigkeit ist hier jetzt auch so gering. Vorher konnte ich hier an kalten Tagen immer lang gehen und hatte dann so ein bisschen Feuchtigkeit an den Fingern. Ganz normal, Kondenswasser ist jetzt nicht mehr. Daher kommen auch diese kleinen Dings hier, die kann man einfach ein bisschen wegputzen, nochmal drüber streichen und dann ist das okay. Ist ja hier hinter der, wie heißt das, hinter dem Kompressor, interessiert keinen. Ja, was das angeht, sind wir auf jeden Fall, ja, ich wollte gerade sagen, auf einem richtig guten Weg, aber nee, der Weg ist ja schon hinter uns. Alles tippitoppi, das muss man wirklich sagen. Und der Herr hat sich richtig viel Zeit genommen und das muss ich hier auch einfach nochmal sagen. Das werde ich noch ein paar Mal sagen in diesem Video. Er hat sich an dieser Stelle, ich zeige jetzt gerade auf den Luftkanal, richtig viel Zeit genommen und auch bei anderen Dingen, die hier noch im Keller zu tun waren, einen ganz, ganz großen Respekt und Dankbarkeit dafür, wie viel Zeit der Kundendiensttechniker oder Schwörertechniker, ihr wisst, was ich meine, sich hierfür genommen hat. Er hat sogar Folgendes gemacht. Er wusste, dass wir dieses Portal hier haben. Er hat sich nämlich das Video angeschaut, was mich echt ein bisschen überrascht hat. Und dann ist man echt manchmal so ein bisschen verlegen. So, oh, das schaut, ja, okay. Aber er wusste dadurch absolut Bescheid, was hier das Problem war. Und dann meinte er auch, komm, dann probieren wir nochmal, das zuzumachen, wie in dem Video, das Feuerzeug vorzuhalten, ob da noch irgendwas bei der Flamme passiert. Und nein, ist nicht der Fall. Das werde ich jetzt in dem Video nicht nochmal machen, weil ich will das jetzt offen lassen, dass hier dann doch ein bisschen die Luftbewegung ist, auch wenn das in feuchter Gerät da steht, dass das dieses noch ein bisschen mitnimmt. Durch die Arbeiten, die hier passiert sind, ist hier natürlich wieder ein bisschen Feuchtigkeit reingekommen, das ist ganz klar. Vor allen Dingen durch eine Sache, die am gleichen Tag passiert ist, als der Techniker gekommen ist, und zwar am Montag. Das hat auch einen Grund, warum ich hier so stehe, und zwar geht es um dieses Rohr hier. Nein, das ist nicht ganz richtig, es ist ein bisschen versteckt, um das Zuluftrohr von dem Gerät hier. Das ist ja unsere aktive Lüftung, Wohnraumlüftung, und da ist dann noch was vorgefallen, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, was der liebe Herr aber auch direkt dann an dem Montag angegangen ist, das Problem, und gesagt hat, nee, das müssen wir hier anders machen, und das zeige ich euch jetzt. Und zwar sehen wir ja hier, das ist das Rohr, was hier nach außen geht. Typisches Luftansaugrohr. Ihr kennt das, wenn ihr Schwörerkunden seid oder wenn ihr eine Lüftung habt, dann gibt es so solche Rohre, die dann durch die Wand gehen und die Außenluft anziehen. Und dann geht das hier weiter, wupp, 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 alles überhaupt kein Problem, alles ganz normal und geht dann hier in die Lüftung rein. Und ich hatte erst gar nicht gesehen, was hier an dem Rohr los ist. Ich habe hier im Keller ein bisschen was beiseite geräumt, damit der Techniker Platz hat, und habe dann gesehen, dass hier unten unter dem Gerät eine Pfütze entstanden ist. Keine kleine, also die war mindestens so groß wie 4 Fliesen. Gar nicht wenig Wasser, und ich dachte, was ist denn jetzt los, wo kommt das denn her? Hier ist doch gar nichts mit Wasser. Wasser ist auf der anderen Seite, die Heizung, alles, was mit Wasser zu tun hat, ist auf der anderen Seite. Hier sieht man so ein bisschen so einen Abfluss, wo ich dachte, ist das jetzt da rausgekommen? Bestimmt Kondenswasserabfluss oder so, aber das hat nicht gepasst, das passte nicht zusammen. Dann habe ich die Spur nach oben verfolgt, das lief hier an der Seitenwand runter, hatte sich hier gesammelt. Hier sieht man noch ein bisschen, muss ich noch sauber machen, habe ich noch nicht gemacht, ein bisschen Arbeitsstaub. Hatte sich hier gesammelt. Oh, ein bisschen, was sehe ich hier jetzt auch noch? Das muss natürlich erstmal noch verschwinden, das Wasser. Seht ihr das Glänzen da, wenn ich das hier bewege? Und ja, ich gucke mal von hier, ob man hier noch was sehen kann. Hier bildet sich noch so ein kleiner Tropfen. Das ist also Wasser, was von außen kommt, nicht richtig abgeführt wurde, hier runter getropft ist, sieht man noch eine Wasserspur. Hier sieht man noch ein bisschen in der Kante das Braune, was ja gern mal entsteht, wenn Wasser irgendwo zwischen ist, und ist dann hier runter getropft. Ja, das hat der Schwörertechniker dann auch gemeint. Er dachte erst, ja, das ist Kondenswasser, weil es kann natürlich sein, dass dieses Rohr hier, was von außen kommt, kalt ist, sehr, sehr kalt, auch wenn das so gut isoliert ist. Dann ist hier feuchte Luft drin, das kondensiert daran. Aber die Mengen sind nicht zu erklären gewesen durch Kondenswasser. Außerdem war das Wasser nur hier vorne, das wäre sonst an dem gesamten Rohr, Richtung Außenwand sogar wahrscheinlich noch mehr gewesen. Und er meinte auch, nein, das ist kein Kondenswasser, und hat sich diese Führung hier angeschaut. Hier hinten habt ihr gerade gesehen, den Knick, die Führung hat er sich angeschaut und gemeint, das kann so nicht bleiben. Das müssen wir neu machen. Da ist was nicht ganz korrekt. Das ist natürlich dann wahrscheinlich der Grund gewesen, warum Wasser ausgetreten ist, was da nicht hingehört. Dass wahrscheinlich durch diesen Kanal mal Wasser reinkommt.
ist, denke ich, klar, wenn da mal irgendwie ganz starker Schlagregen, dafür gibt es dann, denke ich mal, auch diesen Abfluss, dass das abgeführt werden kann. Dass in dem Gerät hier jetzt Wasser war, meinte er, ist kein Problem, dass die Elektronik ist geschützt, läuft ja auch weiterhin, keine Probleme, aber das war natürlich trotzdem nicht richtig. Und die beiden Probleme, das hier mit dem Wasser und die Abdichtung der Kellerwand, hat, oh Mann, die Kamera hat gerade so gewackelt, das war nicht ich, die geht langsam auch kaputt, glaube ich, naja, hat ihn schon ja, fast den ganzen Montag gekostet. Obwohl der Montag eigentlich dafür angesetzt war, diese Heizung zu reparieren. Das Problem mit der Heizung, mit dieser Klappe oder Schwerkraftventil oder wie das Ding heißt, das ist dann noch das Zweite. Hier muss ich auch sagen, echt toll, wie viel Zeit sich hier genommen wurde, das Problem anzugehen und vernünftig zu beheben. Und ja, man kriegt halt so ein bisschen das Gefühl, als wenn, ja, ganz ehrlich gesagt, als hätte man das auch von Anfang an vernünftig machen können. Das ist so ein bisschen der Gedanke, der dann bleibt, wo ich mir dann denke, warum muss denn dann ein Kundendiensttermin oder ein Schwörertechniker rauskommen, um das dann wieder ja, so ein bisschen, auf gut Deutsch gesagt, den Karren aus dem Dreck zu fahren, wenn man hier das doch hätte von Anfang an vernünftig machen können. So fühlt man sich dann ein bisschen. Der Gedanke kommt halt irgendwie dann doch auf. Ja, und dann einmal um 180 Grad gedreht, sind wir hier bei der Heizung und dem Warmwassertank. Ihr seht vielleicht, da leuchtet noch was rot, da komme ich später zu. Das war dann das zweite Ding, warum der Schwörertechniker eigentlich da war, ist dann aber an dem Montag nicht mehr geschafft hat. Und jetzt stelle ich mich nochmal hinter die Kamera, um nochmal ein bisschen besser zu zeigen, was denn genau das Problem war und warum das Ganze so lange gedauert hat. Ihr seht vielleicht hier den Bereich zwischen den beiden Geräten, hier zur Wand und vor allen Dingen auch den großen Bereich hier zwischen. Und es ist sehr, sehr schwer, vielleicht kann man das auf der Kamera nicht so gut einschätzen, hier durchzukommen. Ich passe da nicht wirklich durch. Mein Becken und meine Brust sind zu umfangreich und ich bin jetzt nicht dick oder so. Ich bin knapp 1,90 und wiege ungefähr ein bisschen über 70 Kilo. Also um das mal einzuschätzen. Und der Mitarbeiter von Schwörer meinte auch, ja, Herr so und so, wenn ich jetzt ein bisschen umfangreicher wäre, dann hätte ich hier große Probleme. Ich kann mir das auch nicht richtig erklären. Letztendlich lief es darauf hinaus, warum hat man das beides so nah aneinander gestellt, wenn man hier noch so viel Platz hat, dass man da nochmal durch muss und nochmal vielleicht irgendwo mal eine Leitung oder einen Schacht kontrollieren muss, ist klar. Aber sagen wir mal so, hier passen zwei Personen nebeneinander her, wenn sie sich ein bisschen drubbeln. Hier passt eigentlich gar keine Person mal her. Dann hätte man dieses Gerät einfach ein bisschen nach da schieben können und hätte dann da hinten besser arbeiten können. Und so sieht es jetzt vielleicht aufgeräumter aus. Ich kann es mir nicht wirklich erklären, warum man es so gemacht hat. Aber es ist für Wartung, Kontrolle oder wenn mal was ist, wie jetzt, nicht gerade gut gewesen. Und das war der Grund, warum wir einen zweiten Termin abmachen mussten. Und hier kann ich wirklich nur noch mal sagen, wie gesagt, ich sage das jetzt ein paar Mal in dem Video und da bin ich auch nicht zu schade drum. Wirklich toll, wirklich top, weil der Herr hat mir angeboten, ich glaube, er konnte es irgendwie so managen, dass er gewisse Termine rumgeschoben hat oder er sagte, vielleicht fallen auch ein paar Termine aus durch den Sturm, weil er sich am Dach was anschauen musste, ob man da was wurschteln kann. Und das hat sich im Verlauf des Tages dann herausgestellt, auch mit einer Planung, mit Rücksprache mit uns, mit mir, ob man nicht schnell, ohne jetzt den Weg über den Kundendienst, wahrscheinlich aber trotzdem Rücksprache mit denen, hört mal, geht das klar, dass ich nochmal zu dem Kunden fahre, also einen Folgetermin abmacht. Und der Folgetermin, am Montag war er ja da, wie gesagt, Lüftung und Schachtbereich, und hat dann gesagt, kann ich vielleicht übermorgen nochmal wiederkommen, an dem Mittwoch, damit ich mich um die Heizung kümmern muss. Ich glaube, er musste den Tank ablassen, also den hier. Er musste Rohre neu verlegen oder die Verlegung optimieren. Er musste hier richtig, richtig viel Arbeit reinstecken und er sagt, ich komme dann morgens und mache den ganzen Tag über nichts anderes als Ihre Heizung. Zum Beispiel nämlich auch diese Kartusche hier. Das ist die Entsalzungskartusche oder Entkalkungskartusche oder beides zusammen, auf jeden Fall für die Fußbodenheizung, dass das Wasser, was in die Fußbodenheizung kommt, glaube ich, weniger aggressiv ist oder nicht so verkalken kann und so weiter. Und diese Kartusche saß, vielleicht hat man das in einem anderen Video schon gesehen,
direkt hier neben dem Wassertank. An einer Position, wo Wartung, Kontrolle oder auch Bedienung dieser Kartusche ja, nicht unmöglich, aber wirklich, wirklich schwer und vielleicht für manchen unmöglich war. Und auch da sagt er, das will ich nicht so lassen, das möchte ich anders haben und hat das Ganze dann zum Beispiel erstmal nach vorne gesetzt, als erste Arbeit, damit das hier besser zugänglich ist. So kommt man an die Kartusche ran, man kann da was machen und da frage ich mich auch, warum hat man das denn von Anfang an nicht so gemacht? Ich meine, wenn man hier zugange ist in dem Keller, dann muss man noch so ein bisschen daran denken, was ist denn mal in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren, da muss man doch vielleicht noch mal irgendwo dran, auf jeden Fall an so eine Kartusche, die einen gewissen, ich glaube, die ist nicht wartungsfrei, die muss man irgendwann auch mal austauschen. Ja, wie denn, wenn das Ding versteckt ist und so eingebaut ist? Ich bin froh, dass dieser Mann so fleißig engagiert war und auch an dieser Stelle dann nochmal was korrigiert hat, hier überall an allen Stellen, was ursprünglich nicht wirklich so toll gelaufen ist, nicht so toll gemacht wurde. Ich will da jetzt auch niemanden in die Pfanne hauen und sagen, das haben die aber alles doof gemacht. Es gibt immer Gründe, es gibt immer Erklärungen und man kann nie sagen, das war jetzt grundlegend falsch, aber trotzdem kommt es beim Kunden, und das sind wir ja jetzt letztendlich, immer ein bisschen doof an und man fragt sich, warum denn nicht von Anfang an? Warum denn nicht? So, und jetzt schwenke ich hier gerade so über die Rohre. Das sind die die zum Kompressor gehen, die führen natürlich auch Wärme und so weiter. Und das sah am Anfang nur leicht anders aus. Aber man merkt jetzt schon, dass Übergänge wie sowas hier. Ich als Laie merke, oder auch hier, überall, da ist eine Fliese kaputt gegangen, das macht nichts, dass das sauberer aussieht, dass das, ich weiß nicht, welche Worte ich finden soll. Professioneller. Das habe ich übrigens gemacht. Also da, das zählt nicht, das mit dem Gelben. Weil das war nämlich frei. Das nicht von dem Techniker, sondern ganz ursprünglich lagen die Sachen hier frei. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Deshalb habe ich das da einfach drum getüdelt. Das war aber schon, als der Techniker am Mittwoch dann kam. Naja, was soll ich sagen? Auch hier unten kommt die Kamera dahin. Seht ihr das da? Ich muss mal ein bisschen den Bildschirm einklappen. Ich meine, diesen Bereich, jetzt benutze ich mal zum ersten Mal den Zoom, wo richtig das warme Wasser geführt wird, das sieht einfach sauberer aus. Ich kann es nicht anders sagen. Auch hier wurde das jetzt schön rumgeführt, man kann es bedienen. Und hier, ja, ich würde mich wiederholen, wenn ich das jetzt wieder sage. Ja, und hier kommt dann auch wieder so ein bisschen das Gefühl auf, warum hat man denn die Leitungen nicht von vornherein so mit dem Hintergedanken ja, verlegt oder angeordnet, arrangiert? Vielleicht muss man nochmal dran, gucke ich nochmal ein bisschen, dass ich das optimaler mache. Ich kann es auch nicht wirklich sagen, aber ich habe jetzt das Gefühl, jemand hat sich dafür richtig viel Zeit genommen. Oder es ist nicht nur ein Gefühl, ich weiß ja, an dieser ganzen Sache war der Herr 12 Stunden dran. Komme ich gleich zu. Ich habe dann auch die Frage gestellt, wie haben die das denn vorher gemacht? Weil die müssen doch vorher auch daran gekommen sein. Und unser Heizungsbauer im Bautrupp, ganz ursprünglich, war jetzt auch kein ganz bodenstangemäßig so. Ja, die haben wohl das alles installiert, vorinstalliert, dann rangesetzt oder so und dann nur noch an die Stellen befestigt, wo man dran kommen konnte. Gleichzeitig an gewisse Rohrverlegung oder an gewisse Rohre muss man, wenn alles in Ordnung ist, meint er natürlich auch, vielleicht gar nicht mehr dran, nie wieder, weil die laufen und fertig. Auch bei der Fußbodenheizung muss man jetzt nicht unbedingt dran. Aber wenn mal was ist, das kann ja immer mal sein. Ja, dann wird es so, dass derjenige, der dann da dran muss, der hat dann aber Geburtstag. Naja, so. Ich komme gleich dazu, wie das dann hier abgelaufen ist. Das mache ich oben am Mikrofon. Da ist die Tonqualität ein bisschen besser. Hier brummt es schon und ne, halt auch ein bisschen. Eine Sache will ich noch sagen. Das hier, wo konnte er an dem Abend leider nicht mehr beheben. Durch die ganze Operation und dann wieder anschalten und ich kann es nicht ganz genau erklären, hat die Heizung eine Fehlermeldung geworfen. Ab und zu tut sie das jetzt auch noch. Das ist ein Druckwächter. Wir können ja mal gerade schauen, ob das hier jetzt auch noch... Nee, jetzt gerade nicht, aber wir könnten hier zum Beispiel zurückdrücken und dann steht hier, dass ein Druckwächter ausgelöst hat. Bitte benachrichtigen Sie,
bla bla bla, ihren Heizungsbauer. Das weiß der Herr und das wurde auch wieder auf das Protokoll hinzugefügt. Das muss dann im nächsten Termin passieren. Da wird sowieso noch mal einer gemacht werden. Vielleicht nächste Woche direkt, müssen wir schauen. Und da wird dann aber auch noch was anderes behoben, sage ich gleich auch noch mal eben oben am Mikrofon. Ich wollte nur noch mal ganz kurz zeigen, dass diese ganze Aktion, ich stoße die ganze Zeit gegen das Kabel, von morgens 8:45, 9:30 glaube ich, bis abends 9:45 gedauert hat. Und da muss ich dann nochmal sagen, Respekt für die harte Arbeit. Und man sieht vielleicht nicht genau, aber es geht um diese Leitungen hier, die verlegt wurden oder anders verlegt wurden, optimiert wurden, um diese Leitungen, um das, wie das hier verlaufen ist, in den Tank hinten reingeht, hier unten. Ich gehe mal gerade von der anderen Seite dran. Vielleicht kann man es ganz gut sehen, wie das da hinten verläuft. Und ihr seht selber, wie eng das hier alles ist. Ich halte mal gerade meine Hand dazwischen. Wenn ich die spreize, dann komme ich fast von einem kleinen Finger an die Wand. Hier sind noch Spuren, wo der Herr versucht hat, wahrscheinlich sich lang zu hangeln oder was weiß ich nicht was. Das kann man natürlich alles überstreichen, ist ja kein Thema. Er hat auch versucht, hier zwischenzukommen. Und hier kann ich locker meine Hand spreizen und komme links dran, damit ihr mal einen Eindruck habt, wie eng das hier ist. Ich habe jetzt keinen Zollstock hier, aber ich würde sagen, ja, das sind 15 cm, vielleicht gerade weniger. Und ja, deshalb dauert das natürlich auch alles nicht mal eben so gemacht. Ja, jetzt noch ein paar Worte hier am Mikrofon und in bequemer Position. Ich muss die Kamera nicht immer so halten. Wie gesagt, am Montag war der Techniker dann da und hat sich das Problem mit der undichten Lüftung und dann noch das Problem mit dem undichten Luftkanal für die Heizung angeschaut und dann war halt nicht mehr so viel Zeit. Er hat noch ein paar Sachen vorbereitet und hat hier noch einen Sanitätsfachhandel in der Nachbarstadt ausfindig gemacht, falls er was braucht oder kann ja immer mal sein, dass man was nicht dabei hat, was man aber benötigt und hat dann relativ kurzfristig mit uns den Folgetermin ausgemacht, damit das endlich behoben wird. Das Lustige oder das Interessante war dabei dann noch, dass ich die Sakura, meine Frau, am Mittwoch noch nach Hamburg gefahren habe, also nur zum Bahnhof. Und das war dann so ein bisschen, ja, er hat dann gesagt, wenn Sie mir vertrauen, dann wäre das für mich okay, wenn Sie kurz wegfahren. Ich war dann eine Dreiviertelstunde kurz weg. Und dann habe ich gesagt, ja, ich vertraue Ihnen, habe noch so scherzhaft gesagt, ich schließe da einfach im Keller ein und meinte, ja, ich habe ja hier die Flex, also ich komme raus. Also man hat sich dann auch ganz gut verstanden und das war dann für uns auch kein Problem. Weil, wie gesagt, wir waren dreiviertel Stunde, eine Stunde weg oder ich und dann hat er halt einfach weitergemacht im Keller. Hauptsache, die Sache wurde erledigt. Ja, und auch wie gesagt, kam er dann um 8:30, 9:15, ich weiß es nicht genau, zu uns und das ging weiter und weiter und weiter und ich bin ab und zu runtergegangen und einen Kaffee angeboten natürlich oder ich bin auch runtergegangen und gesagt, Herr so und so, soll ich Ihnen nicht mal einen Saft oder ein Wasser geben, mal um den Durst richtig zu löschen? Nö, Kaffee reicht mir. Und er hat mir echt ein bisschen leid getan, weil es wurde 6 Uhr abends, es wurde 7 Uhr, es wurde 8 Uhr, es wurde 9 Uhr und ich dachte, oh Mann, geh lieber nicht runter jetzt, nerv nicht. Man weiß ja selber, wie das ist, wenn man an was dran sitzt den ganzen Tag und eigentlich ist viel weniger Zeit angesetzt dafür. Normalerweise dauert so ein Ausbau von diesem kleinen Schwerkraftventil. Das wird rausgenommen, ein Stück in die Mitte rein und fertig. Ja, aber er hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass das erstens da so eng ist, dass man nicht drankommt, dass die Leitungen so verlegt wurden, wie sie das wurden. Er meinte ja selber, das mache ich jetzt hier anders. Er wird schon seine Gründe gehabt haben. Und all diese Sachen. Und dann braucht man nicht noch irgendeinen Bauherrn, der einem über die Schulter guckt. Ist das denn auch richtig so? Nach dem Motto, nein, so sind wir ja auch gar nicht drauf. Ab und zu, ne, mal runter und so, ja, läuft noch alles oder noch ein Kaffee und dann kommt man ein bisschen ins Gequatsche, das ist bestimmt ganz gut, aber wenn man so im Arbeitsablauf ist, dann will man auch seine Ruhe haben. Dann habe ich noch am Abend schnell geholfen, alles hochzutragen, ins Auto hat er das dann selber getragen und ja, dann war 9:45, 20 nach, bis man das Protokoll alles fertig hatte und so, dann die Sache gegessen. Warum er jetzt nochmal wiederkommt? Ihr hattet es gesehen, die rote Lampe an der Heizung ist an wegen der Störung, das ist eine Sache. Und es hat sich dann im Verlauf herausgestellt,
dass ich hatte so gesagt, ja, haben wir jetzt mit der Heizung, ist das jetzt auch behoben, dass wir immer so einen Summen haben oder ist das an der, liegt das an der Umwälzpumpe? Da meinte er, und das hatte ich im Vorhinein auch schon recherchiert und ich hatte befürchtet, dass das gemacht werden muss, ja, da müssen wir den hydraulischen Abgleich machen für die Fußbodenheizung. Der wurde anscheinend nicht gemacht bei uns. Oder nicht richtig. Oder nur bei einem Heizkreis. Wir haben ja zwei für das Erdgeschoss und oder große Heizkreise fürs Erdgeschoss, fürs Obergeschoss. Fürs Erdgeschoss war wohl, habe ich jetzt nicht mitbekommen, das hat er einfach so gemacht. Fürs Obergeschoss war ich dann dabei und habe gesehen, er musste da an jedem Heizkreis, in jedem einzelnen Heizkreis nochmal drehen. Ganz offensichtlich war das einfach nicht gemacht worden. Und wir hatten immer so ein Summen. Du kommst morgens aus dem Schlafzimmer und hast immer so ein ganz diffuses. Und wenn du zur Installationswand gehorcht hast, die in den Keller geht, wo die ganzen Wasserleitungen und so weiter durchgehen, da konntest du identifizieren, dass das lauter wird. Ich dachte am Anfang, ist das die Lüftung? Weil nicht identifizierbar, die läuft ja überall lang. Hab die ausgestellt, nein, das war nicht weg. Hab die Heizung ausgemacht, war weg. So, ganz klar, Umwälzpumpe. Hydraulischer Abgleich, schön stille. Aber ist auch wieder so eine Sache, wurde nicht gemacht. Warum nicht? Das gehört bestimmt dazu. Generell, wenn ich jetzt zu solchen Themen komme, wie wurde nicht gemacht, warum nicht, da will ich nochmal ein Video zu machen. Diejenigen, die gewisse Dinge mitbekommen, durch die Videos und so, die werden sicherlich merken, dass sich ein bisschen was ansammelt. Und auch mit der Sache, zu der ich gleich komme, die Sache mit dem Sturm Sabine und unserem Dach, möchte ich zu all dem noch ein Video machen und ein bisschen was kommentieren. Einfach nur meine Gedanken. Ich will, ihr sagt selber, hey, wie schaffst du das eigentlich so ruhig zu bleiben? Oder hey, ich find's klasse, dass du so fair bleibst. Da will ich beibleiben. Aber trotzdem irgendwie meine Gedanken dazu nochmal mitteilen und einfach nochmal, ihr kennt das, ich bleib bei dem Hausbauprojekt dran und dazu möchte ich noch was machen. Aber dann auch erst, wenn sich das mit dieser zweiten Sache geklärt hat. Gut, das war's jetzt erstmal mit dem Keller, Heizung, Luftkanäle für die Heizung, für den Kompressor und Luftkanäle für die Lüftung und den zwei Terminen, wobei der eine mehr als 12 Stunden gedauert hat. Kommen wir zur zweiten Sache. Die ist zurzeit in Klärung. Ich sehe ein bisschen krank aus. Ich habe auch Kopfschmerzen. Gerade eben, ich habe im Keller noch das Video aufgenommen, komme ich hoch, habe ich Kopfschmerzen. Erstmal eine Ibuprofen genommen. Naja, darum soll es nicht gehen. Die zweite Sache betrifft einen Schadensfall, der durch den Sturm Sabine hier aufgetreten ist bei uns. Und zwar geht es da um Ziegel. Ich weiß nicht ganz genau, das Dach ist natürlich nicht so einfach einzusehen. Wir haben auch keine 10 Meter Leiter. Ich kann da jetzt nicht mal eben hochklettern. Es war auch immer windig und regnerisch und sogar mit Schnee bedeckt. Das heißt, man kann den Schaden nicht so richtig sehen. Man kann nur so von unten gucken und sagen, ja, da sind ein paar Ziegel. Es ist auf jeden Fall was passiert, abgehoben. Ein Ziegel ist auch runtergefallen. Den konnte man dann noch begutachten. Den habe ich auch hier liegen. Und ich habe dann auch am Montag, der Sturm war ja in der Nacht von Sonntag auf Montag, 9. auf 10. oder so war das, ne, Februar, ist das halt passiert. Und am Montag habe ich auch direkt einen örtlichen Dachdecker hier beauftragt, denn man möchte den Schaden ja minimieren. Ich glaube, gegenüber der Versicherung hat man ja sogar zumindest eine Schadensmeldepflicht und eine Schadensminimierungspflicht. Geht natürlich auch um sowas wie Verkehrssicherheit und so, je nachdem, wie offen das Dach jetzt ist oder wie, was für eine Angriffsfläche dieses Loch jetzt bildet, kann natürlich beim nächsten Sturm, jetzt am Sonntag, heute Samstag, morgen soll also wieder ein bisschen windig werden, kann was passieren. Und wenn man dann als Bauherr sagt, ich rufe mal in 2 Wochen Dachdecker an oder sag mal Bescheid, dann hat man nicht seine Schadensminimierungspflicht erfüllt. Also habe ich am Montagmorgen direkt alles erledigt. Eine Dreiviertelstunde später, gegen 8:30 oder so, war dann auch der Dachdecker schon hier, hat gesagt, okay, sind rumgegangen, die konnten natürlich nicht aufs Dach, weil am Montag hat es ja noch gestürmt, hat sich das angeguckt und gesagt, die ganzen Ziegel bekommt man sowieso nur im Fünferpack oder man kann auf jeden Fall die nicht einzeln bestellen, das heißt, wir bestellen gleich ein paar mehr, sagt er, dann tun sie sich die im Keller. Wir haben nämlich von Schwörer leider keine Ziegel übrig, nur welche, die kaputt sind und das sind 4-5 Stück, kann ich gleich nochmal zeigen im Keller. Jetzt erzähle ich euch erstmal hier so am Mikrofon und vor der Kamera. Und der Auftrag, den haben wir gleich erteilt und der kommt jetzt dann, ich dachte eigentlich, er kommt die Woche, er war noch nicht da. Der Schaden ist jetzt auch nicht so groß, das muss man sagen. Es ist auf jeden Fall, und das ist auch die Sache, die in der Klärung ist,
ein Ortgangziegel. Das sind die, die vorne an der Kante sind, ne, wenn das Dach so ist, also die, die hier sind, runtergefallen. Das ist der, den wir noch aufklamüsern konnten. Vielleicht sind andere weggeflogen. Der lag auf jeden Fall noch in auf unserem Grundstück. Von denen haben wir leider auch keine mehr da. Es hat sich bei diesem Ziegel was gezeigt, wo Schwörer auf jeden Fall nochmal drauf reagieren, unserer Meinung nach reagieren muss. Mittlerweile glaube ich auch, dass Schwörer der Ansicht ist, dass sie da nochmal reagieren müssen. Ich rede dann darüber im Detail, wenn sich die Sache geklärt hat. Das verspreche ich. Ich habe ja gesagt, ich mache über Mängelvideos oder berichte über Hausbausachen, Details. Und das passt in diesen ganzen Pool von Thema Hausbau auf jeden Fall rein. Aber ich möchte erst, wenn die Sache geklärt ist, im Detail darüber sprechen. Gleich gehen wir nochmal eben runter. Ich zeige euch die Ziegel, die wir noch da haben. Das ist eine Sache, die wir auch nicht so toll finden und die auch die Dame, ich hatte mich einmal auch per Telefon gemeldet bei dem Kundendienst, weil ich hatte direkt morgens angerufen, habe gesagt, hallo lieber Kundendienst, ich weiß jetzt nicht genau, wen ich da dran hatte. Falls der Techniker heute losfährt, denn am Montag war ja der erste Termin, könnt ihr dem, falls möglich, falls ihr was da habt, direkt Ziegel mit ins Auto legen? Dann hätten wir die schon mal da. Das war meine erste Idee. Es geht da um die Kreaton, Futura, Schwarz, Matt, Pipapo. Und dann meinte die Dame auch, ja, können wir mal gucken. Sturmschäden sind natürlich kein Garantiefall. Da war das noch nicht in der Klärung. Aber wir können natürlich gucken, ob wir dem das dabei legen. Dann müssen sie die Ziegel natürlich bezahlen. Habe ich gesagt, ja, kein Problem, das ist ja klar. Aber leider war keine mehr übrig. Also musste der Dachdecker welche bestellen und dann muss es diesen Weg halt gehen. Aber auch sie war überrascht am Telefon. Haben Sie denn keine mehr da? Hat Ihnen der Trupp keine da gelassen? Sag ich, nein, leider nicht. Wir haben nur 4 oder 5 normale Flächenziegel. Die sind leider aber auch kaputt. Also die können wir persönlich jetzt entsorgen. Ich habe den Dachdecker, der vor Ort war, auch nochmal gefragt. Ist das hier richtig? Naja, auf jeden Fall helfen uns die nicht. Keine Ortgangziegel. Und von daher müssen wir jetzt erstmal schauen. Wie gesagt, wenn es da was Neues gibt, halte ich euch auf dem Laufenden. Nochmal ganz kurz gezeigt. Hier ist der Ziegel oder zumindest Teile davon, von dem einen Ziegel, den wir noch gefunden haben auf dem Grundstück. Da sieht man auch direkt an dieser großen Kante. Also das ist ein Ziegel. Ich habe den hier so ein bisschen zusammengelegt. Nicht, dass man sagen kann, oh, da sind ja verschiedene Ziegel. Hier sieht man die große Kante, ganz schön schwer. Das ist die Kante vom Ortgang. Und hier ist dann halt das, was auf dem Dach irgendwie aufliegt. Das Teil weiß ich nicht, wo das hinkommt. Der Rest vom Puzzle ist irgendwie vom Wind davon geweht worden oder liegt noch auf dem Dach. Ich kann es nicht wirklich sagen. Ja, und hier im Keller sehen wir jetzt noch 3 Ziegel liegen hier noch. Ein Ziegel hat sich der Dachdecker mitgenommen als Farbmuster. Und ja, die sehen doch ganz gut aus. Ne? Jetzt haben wir doch Ziegel. Ja, aber schaut mal hier. Seht ihr diese Kanten hier? Das sieht von oben so aus, als muss das so sein. Deshalb habe ich den Dachdecker auch gefragt. Aber gucken wir uns das mal von unten an. Hier sieht man jetzt, das ist gebrochen. Normalerweise würde die Kante hier wahrscheinlich irgendwie weitergehen. Aber hier ist was gebrochen. Vielleicht auch eine Sollbruchstelle, um irgendwelche Durchführungen zu machen. Ich weiß es nicht. 4 Stück. 1, 2, 3 und einer ist beim Dachdecker. Haben wir davon. Können wir aber nicht gebrauchen, weil ja, die sind ja kaputt. So meinte das zumindest der Dachdecker. Ich weiß es nicht genau, aber mehr haben wir nicht. Ja, das soweit zu den beiden Themen. Update im Keller und was uns leider dann beim Sturm Sabine passiert ist. Hier ist aber einiges passiert. Auch das Nachbarhaus ist bei den Ziegeln nicht verschont geblieben. Auf der anderen Seite ist noch ein Rohbau. Da hat sich beim Gerüst so eine Bodentrittplatte aufgerichtet, hat sich hier an der Stelle verkantet und hab dann wie ein Segel im Wind gewippt und hat an dem ganzen Gerüst gerissen und hin und her gewippt. Ich guck mal, ob ich vielleicht ein Bild reinbauen kann, ohne jetzt irgendwie die Persönlichkeitsrechte oder generell Bilder vom Nachbarn zeigt. Das will man ja nicht gern zeigen, die mögen das vielleicht nicht. Aber mal schauen, ob ich irgendwie was reinfummeln kann, dass ihr seht, was ich meine. Ja, du stehst abends da so, guckst aus dem Fenster und siehst, wie das da alles ruckt und macht und tut und denkst dir, oh je, in dem Moment kann natürlich auch niemand hin, weil das ist ja lebensgefährlich. Du kannst ja bei dem Sturm nicht auf das Gerüst klettern und da irgendwie so ein labiles Ding sichern. Da musst du einfach, ja, gucken. Und dann legst du dich ins Bett und liegst da. Hoffentlich passiert nichts. Und was ist? Am nächsten Morgen war das Ding weg. Bin ich ums Haus rumgegangen, habe erstmal geguckt, ob das in unser Haus reingekracht ist oder ans Dach oder so, aber zum Glück nicht. Es ist nicht weit geflogen. Ich habe mit dem Dachdecker nebenan nämlich noch gesprochen.
Es ist nur schwupp ein bisschen in unsere Richtung, aber dann auf deren Garagendach gelandet und hat da leider so eine Abdichtfolie beschädigt. Ist ja noch Rohbau. Also auch da ist es nicht glimpflich verlaufen. Und ein Gerüst weiter oben auf der Straße. Wir sind hier auf einer Bergkuppe. Also bei uns geht's noch ein bisschen hoch, aber nach hinten raus sind wir auf der Kuppe, sind fast auf 470 Meter oder so hier über normal Null. Also hier ist richtig Wind gegangen. Auf dem Berg und dann so hoch, ne? Und da hinten, dann die Straße ein bisschen weiter, da hat's ein Gerüst, so habe ich gehört, ganz schön zerlegt. Also hier war richtig was los. Toi, 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 dass nicht mehr passiert ist. Ich glaube, wenn hier dann auch mal die Baustellen fertig sind und die Häuser fertig sind, sieht das auch wieder anders aus. Aber auch unser Dach, wir sind hier ziemlich hoch gegenüber den anderen Häusern, ist, so hat es ein Dachdecker auch gesagt, schon als exponierte Lage auszuschreiben oder zu bezeichnen. So, ne? Gut, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Die zwei Sachen, wie gesagt, wenn es bei der Sache mit den Ziegeln mehr gibt, mehr Infos, wenn sich das ein bisschen geklärt hat, ich will da nichts vorwegnehmen, ich bin immer vorsichtig, ich will fair bleiben, dann berichte ich auch darüber, ganz neutral. Und ihr kennt mich ja, da wird es noch weitere Videos generell zu geben. Ich hoffe, das war bis hierhin interessant. Vielen Dank, wenn ihr bis hierhin zugeschaut habt. Vielen Dank für die Unterstützung und immer für die netten, aufbauenden Kommentare, die viele von euch mittlerweile unter den Videos lassen. Ich freue mich jedes Mal drüber, von euch zu hören. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Und sonst, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut.